Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neunten Teil von Zero to Hero. Zuerst mal wollte ich mich entschuldigen, dass ich jetzt in letzter Zeit immer, also nicht regelmäßig Videos bringe. Ich mache zurzeit viel draußen, weil im Moment das Wetter schön ist und deswegen habe ich jetzt in den letzten Tagen nicht so viel FIFA gespielt. Aber jetzt bin ich wieder da, habe wieder ein bisschen gehandelt und ja, dann zeige ich euch mal die Ergebnisse aus der letzten Sendung. Da gehen wir mal auf den Tauschstapel. Ich bin heute in der Web-App unterwegs, weil das PSN wahrscheinlich gleich offline geht, wurde zumindest angekündigt. Und ja, dann gehen wir mal rein. Wir haben verkauft einen Xavi Martinez, den hatten wir für 18.250 gekauft und für 20.000 verkauft. Dann einen Downing Man of the Match als LF. Den haben wir für 44.000 verkauft und für 35.000 gekauft. Dann einen Ivanovic als RV, ebenfalls in Form. Und den haben wir für 34.500 gekauft und für 40.000 verkauft. Also auch richtig guter Profit da. Und zum Schluss haben wir noch den Alou Diarra, den wir für 18.500 gekauft haben, glaube ich. Den haben wir für 22.750 verkauft. So, wie ihr seht, haben wir nur 14.078 Münzen. Und hier seht ihr auch schon zwei Spiele, die wir gekauft haben. Das ist einmal Gibson für 2.500, für 2.100 und den werde ich jetzt für 2.800 und 2.900 reinstellen. Ja, ich stelle die mal einen Tag rein, weil ich dann heute nicht mehr handeln werde, schätze ich. Oder vielleicht nur ein bisschen. Und ja, dann haben wir noch einen Ridgewell gekauft von West Bromwich Albion. Und ja, den habe ich für 1.100 bekommen. Und den stelle ich rein für 2.900 und 3.000. Ebenfalls für einen Tag. Gut, dann haben wir noch einen Ridgewell gekauft. Den haben wir in der Formation 4-5-1, also in einer deutlich besseren Formation gekauft, für 2.400. Und den biete ich jetzt mal an für 3.400 und 3.500. Und ich denke mal, dass wir den auf jeden Fall loswerden. Gut, als nächstes haben wir hier Raul Garcia für 12.500. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den loswerde, aber ich stelle ihn für 15.000 rein. Das ist der Preis, den er in der Database kostet. Und ja, vielleicht werden wir ihn los, vielleicht auch nicht. Dann haben wir einen Piqué. Formation 4312 für 25.000 und den verkaufe ich für 29.000. In den letzten Folgen habe ich ihn immer für 30.000 bis 31.000 verkauft, aber er ist jetzt ein bisschen gefallen im Preis und er geht noch für ca. 29.000. Und ja, stelle ich einfach mal rein. Guter Profit, wenn wir ihn loswerden. Und dann haben wir noch zwei Informspieler. Einmal Marco Reus im 451 als zentralen Stürmer für 29.500 und den können wir für 32.000 verkaufen. Da machen wir jetzt nicht so viel Profit. Aber dafür hier bei Marcel Schmelzer werden wir ihn loswerden. Den habe ich für 42.750 gekauft und werde ihn für 50.000 reinstellen. Und ja, dann denke ich mal, werden wir ihn los. Okay, und ja, dann bin ich wieder da. Wenn ich alles, was ihr hier gerade seht, was wir gerade reingestellt haben, wenn ich das verkauft habe und ja, bis gleich. Ja, Leute, da bin ich wieder und wie ihr seht, hat sich ein bisschen was getan und ja, wir haben nicht alle Spieler verkauft. Ich gehe am besten einfach mal auf den Tauschstapel und ja, da seht ihr, dass wir verkauft haben. Einmal, ja, beide Ridgewell haben wir verkauft. Einmal hier den für 3000 in der Formation 3412 und dann noch den anderen in 451 für 3500. Dann haben wir Schmelzer verkauft für 50.000. Den hatten wir für 44 oder so gekauft, glaube ich. 43, glaube ich. Und ja, für 50.000 verkauft, also richtig guter Profit mit ihm. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch noch für mehr verkaufen können, da nicht viele auf dem Markt waren zu dem Zeitpunkt. Weil er war auch ziemlich schnell weg, so nach 5 Minuten war er schon weg. Und ich hatte ihn ja für einen Tag drauf gestellt, also ging schon richtig schnell weg.
Gut, dann haben wir noch unseren Piqué verkauft. Den habe ich für 25.000 gekauft und für 29.000 verkauft. Auch dort richtig guten Profit gemacht. So circa 3.500. Gut, noch nicht verkauft haben wir Darren Gibson. Da steht momentan einer drin für 2.500. Dann kann ich meinen wahrscheinlich auch runter machen auf 2.500. Da machen wir immer noch ein bisschen Profit. Haben ihn ja für 2.100 gekauft. Dann Raul Garcia konnten wir auch noch nicht verkaufen für 15.000. Aber er ist immer noch der billigste auf dem Markt. Und ja, ich glaube einfach, dass er nicht so beliebt ist jetzt bei vielen. Also, dass sie nicht viele kaufen. Und ja, wenn wir nicht loswerden, dann werde ich einfach den Preis ein bisschen runterschrauben und dann ja auf 14.000 oder so. Und dann werde ich ihn bestimmt los. Und dann machen wir immer noch ein bisschen Profit. Und ja, Marco Reus, bei ihm bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Wir haben ihn gekauft für 29.500. Und ich schätze, dass wir da ein bisschen Verlust machen werden, weil jetzt schon welche für 30.000 drauf sind. Und ja, also das zeigt einfach, dass man nicht immer auf die Preise von der Ultimate Database vertrauen soll. Lieber mal auf dem Markt nachschauen. Und ja, also so viel Verlust werden wir da jetzt nicht machen, aber vielleicht kauft ihn auch noch jemand für 32.000, glaube ich aber nicht. Okay, und dann kommen wir einfach mal zu dem, was wir jetzt gekauft haben. Und ihr seht schon, wir haben jede Menge Spieler aus der Major League Soccer gekauft. Und ja, das liegt daran, dass ja aktuell das Major League Soccer Turnier ist, wo man ja teilnehmen kann mit 18 Spielern aus der Major League Soccer im Kader. Und deswegen sind diese Spieler hier im Moment besonders teuer. Und ja, da kann man gute Schnäppchen kriegen, weil viele stellen die ja dann zu dem Preis rein, die sie normal kosten. Wie hier dieser Henri, den habe ich für 2.200 sofort gekauft bekommen. Und ja, er geht momentan für ca. 4.800. Und ja, ich stelle die einfach mal für 3 Stunden jetzt rein. Ja, genau. Also Major League Soccer ist momentan das Turnier, deswegen sind die Spieler ziemlich teuer. Zum Beispiel Donovan, der normal 800 oder so kostet, der kostet jetzt 5.800 oder so. Und ja, wenn man solche Spieler vorm Turnier schon kauft, kann man richtig guten Profit machen und auch während dem Turnier, wie ihr gerade seht, richtig guten Profit hier. Win haben wir für 15.750 sofort gekauft bekommen und den verkaufe ich jetzt für 19.000. Dann einen Russell, den habe ich gekauft für 4.400 und werde ihn für 6.200 reinstellen. Gute Formation, 4-3-2-1. Und ja, ich denke, dafür werden wir ihn los. Ziemlich beliebter Rechtsverteidiger, weil er ja einer der schnellsten ist, oder ich glaube sogar der schnellste, mit 88 Tempo. Und er ist auch ja richtig gut, ich habe ihn auch schon benutzt in meinem Major League Soccer Team. Ja, dann haben wir mal einen gekauft, der nicht in der Major League Soccer spielt, das ist Kim Yu-Jung, den ihr bestimmt schon aus den früheren Episoden kennt. Und ja, da verkaufen, wir haben zwei gekauft, einen werde ich jetzt für 2.100 reinstellen. Und den anderen, der hier ist, werde ich für 2.000 reinstellen. Oder mit der Formation 4-2-2-2 kann ich ihn vielleicht sogar für 2.200 loswerden. Ich probiere es einfach mal. Gut, dann seht ihr schon, haben wir zweimal Mansali als LM gekauft. Den einen hier habe ich für 600 bekommen. Und den werde ich jetzt für 2.000 und 2.100 reinstellen. Damit ist er der billigste auf dem Markt. Gut, dann haben wir hier noch einen mit der gleichen Formation, 3-4-2-1, für 1.200 bekommen und den verkaufe ich einfach mal für 2.000, also 100 billiger, dass die sich nicht überschneiden im Preis, also ja, dass einer billiger ist und der dann schneller weggeht und dann der andere der günstigere ist. Ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt, ihr könnt sie auch für den gleichen Preis reinstellen, ich denke, da gehen sie auch weg. Okay, ich stelle jetzt auf jeden Fall 2.000 rein. Und dann haben wir zum Schluss noch einen Benitez. Den habe ich für 3.800 gekauft. Und kann ihn jetzt für 4.600 verkaufen. Und ja, da könnt ihr, würde ich mal drauf achten, auf die Formationen immer. Weil ich habe meinen
mit der Formation 4122 von meinem ersten Account. Den habe ich über Nacht für 7500 verkauft. Und den hatte ich damals für 800 gekauft. Also ich kann euch raten, wenn ihr Spieler aus der Major League Soccer habt, ja, dann würde ich die jetzt verkaufen und nach dem Turnier einfach wieder kaufen, wenn sie wieder günstig sind. Und ja, dann macht ihr richtig guten Profit. Und ja, ohne dass ihr eigentlich richtig handelt, ihr bietet einfach eure Spiele an für den Preis, den sie aktuell kosten. Und ja, die kosten jetzt vielleicht das Fünffache, was ihr dafür bezahlt habt. Also ich rate euch wirklich, die jetzt zu verkaufen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, da das Turnier gerade erst angefangen hat. Und ja, das war's dann soweit von mir für diese Episode. Ich melde mich dann im 10. Teil wieder, wenn ich hier hoffentlich alles verkauft habe. Und ja, wenn euch der Teil gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und mich abonniert, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Wir haben ja bald die 100 Abos geschafft und ja, wenn ich das schaffen sollte, was ich ja wirklich sehr hoffe, dann wird auch ein kleines Giveaway kommen wahrscheinlich und ja, vielleicht auch noch ein Turnier mit meinen Abonnenten. Und ja, also abonniert mich, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Bis dann, ciao!